euch daran gewöhnen. Das ist eine Müllkippe. Hier suhlen sich nicht mal die Schweine. Ja, hallo. Wir können dich hören. Wir stehen direkt neben dir. Also, ihr habt alle dort Fahrplatzanordnung gelesen? Ja, ja, haben wir gelesen. Alle Fabelwesen sind aus dem Königreich Tulok verbannt worden. Freaks und alle, die eine an der Waffe haben, werden eine Zwangsumsiedlung unterzogen. Hier riecht's nach Popo. Nun gut, wenn ich euren Namen aufrufe, tretet vor. Pinocchio die Puppe. Ich bin keine Puppe. Dein Fleckchen Matsche ist da drüben. Die Eiskönigin. Anwesend. Hässliches Entlein. Versenkt im Sumpf. Mann, ich muss schon sagen, eine Märchenfigur zu sein, ist manchmal voll ätzend. Das ist doch kein Leben. Was für Griff ins Klo. Hässlich und entstellt. Zu fern. Ah, genau richtig. Das ist nicht sehr freundlich. Rotkäppchen, an Mann! Komm, böse Hexe! Sie haben mich asportiert, mein Zeichen einkassiert. Aladdin, mach uns dein Käppi. Mann, mein Märchen nervt. Ich höre die Leute lästern. Alle gehen zum Ball. Nur ich bin Schnee vom Gestern. Was für ein Märchen ist das? Was für ein Märchen ist das? Was für ein Märchen ist das? Und denkt dran, wenn wir euch im Königreich erwischen, dann werdet ihr hingerichtet. Geht dahin zurück, wo ihr hergekommen seid. Zurück?
Aber wir können nicht schwimmen. Wer macht aus unserer Eisbühne? Stecker macht nur Ärger. Hey, vielleicht könntest du ja mit ihm reden. Ja, auf dich wird er hören. Du bist groß und furchteinflößend. Aber ich bin auch ein Oger. Und das heißt halt, ich bleib in meinem Sumpf und meide Menschenaufläufe. Oder habt ihr etwa die Geschichten nicht gelesen? Meinst du die Geschichten, die sagen, ich wäre ein großer, böser Wolf? Ja! Wir erzählen nicht, sei eine böse Hexe! Ja! Oder die, in denen es heißt, ich wäre aus Holz. Was? Ich bin ein richtiger Junge? Ich hab eine Drüsenunterfunktion! Hör zu, Oga! Nochmal zum Mitschreiben! Wir wollen hier genauso wenig sein wie du und sie haben nichts! Ja. Nicht mein Klo! Hey, aber du bist der Einzige, der stark genug ist, es diesem aufgeblasenen Dernegrundsfrakor zu zeigen! Stark genug? Ihr kennt mich doch gar nicht! Meine Geschichte sollte glücklich enden. Ich weiß, du lässt uns jetzt nicht im Stich. Du könntest alles noch zum Guten wenden. Sieh doch nur, wie er Hört mal gut zu, ihr Märchengedingsel. Meine Gastfreundschaft ist hiermit offiziell beendet. Ich gehe mir jetzt diesen Farquhar-Typen vorknöpfen und wenn ich zurückkomme, verschwindet ihr alle aus meinem Vorgarten. Und zwar dahin, wo ihr hergekommen seid. Ja!